So, heute geht's nach Paris. Wir wollen uns mal ein paar Sehenswürdigkeiten angucken. Die Familie sitzt im Auto. Wir sind alle aufgeregt. Schaut euch das Video an. Ciao. Juhu. Jetzt weiter rechts ausfahren. Sina, was hast du denn da jetzt? Ein Franzosenhut. Warum wolltest du denn den haben? Weil ich Frankreich mag. Ach so. Und weil früher das immer getragen wurde. Ah, da hast du gedacht, du holst dir auch einen? Ja. War der teuer? 3 Euro. Vergeht, ne? Ja. Ja, wir kommen nicht dran, Schatz. Ja. Voll doof, ne? Pavillonbus. Überall Zeug. Pavillonbus. Das wollte nie. Hier nutzen die Touristen die einzige gute Aussichtsstelle an, um an Notre Dame ranzukommen. Hier ist ein Schiff, eine Rundfahrt. Genau, die fahren rund, ne? Ja. Vielleicht fahren die auch eckig, was meinst du? Nein. Nein? Dann meinst du, die winken? Hallo! 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 Big Bar! Ja, da, wir fahren so. Jetzt sind sie da. Hallo! Oh? Du hast jetzt nicht wahrscheinlich. So, weiter geht's zum Eiffelturm. Wir sind hier also auf der Suche nach dem Eiffelturm und fahren mit der Metro durch Paris. Mal gucken, ob wir da auch ankommen. Jetzt geht's nochmal nach oben. Also Metro kann nach oben, nicht nur unten. Wow. Hallo! Wir fahren jetzt zum Eiffelturm. Fahren wir direkt zum Eiffelturm oder wollt ihr? Wir fahren jetzt zum Eiffelturm. Ich bin schon aufgeregt. Ich stehe gleich vor dem Eiffelturm. Ja, wir fahren mal. Und ob wir auf den Eiffelturm? Wir haben ihn gefunden! Wir sind im Eiffelturm! Und jetzt gehen wir noch mehr! Überall fliegende Händler, die eine Gewerbeanmeldung haben? Wahrscheinlich, ne? Also der Eiffelturm muss warten. Die Kinder wollten unbedingt noch einen Crepe mit Nutella und Banane. Lecker! Und schmeckt der? Vorsicht hinter dir! Ja. Ich höre auf. Fuck. Und raus. Wann kommst du bitte? Wir laufen alle. Weißt du das? Oh mein Gott. Da ist er. Ganz schön groß. Das Traurige ist ja, dass jetzt hier überall alles abgesperrt ist. Alles mit Gittern davor oder wie hier so Panzerglas. Immer so Sicherheitszonen. Man kann hier wohl rein. Jetzt werden wir gleich mal gucken, wo wir reinkommen.
Aber es ist echt ein Trauerspiel, dass das alles so abgesperrt sein muss. Auch traurig ist hier an der Straße lang beim Eiffelturm alles so massive Pöller, damit hier kein Auto reinfährt. Mann, 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 ey, ganz schön hart. Tatsächlich. Wir dachten, das kommt drin. Nicht, aber das ist doch hier. Wir mussten nur eine Kontrolle durchgehen. Und dann sind ganz viele Shops. Und hier sind wir unterm Eiffelturm. Musst du auch auf Toilette? Blumen. Grünzeug. Unterm Eiffelturm. Eiffelturm. Eiffelturm von genau unten. Ob sich da welche schon für ein Selfie umgebracht haben? Das ist der Punkt, von dem man den Eiffelturm so gut sehen kann. Deswegen. Also da stehen die Spacken mitten auf der Mauer. Ich glaube, da ist schon mal jemand runtergefallen. Meinst du? Ja. Und hier bin ich. Da sind wir am La Tour de Eiffel. Alles ist gut, sehr schön. Hat ein bisschen gedauert, bis wir hier waren, aber wir haben es geschafft von der anderen Seite. Okay. Da sind wir an unserem nächsten Ziel, der Arc de Triomphe. Ein riesen Triumphbogen mitten in Paris. Den wollten wir uns auch noch mal anschauen. Sieht da super aus. Überall viel Gewusel hier in Paris, das ist echt die Hölle. So viele Leute haben wir ja selten gesehen. Ey. Leute, Leute, Leute. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich der Kreisverkehr von Arc de Triomphe. Der ist der Hammer. So viele Spuren, da als Nicht-Ortskundiger ist man hier hoffnungslos verloren. Wie man sieht, sogar Ortskundige bleiben einfach mittendrin stehen, um die Gelegenheit zu bekommen, hier abzubiegen oder ähnliches. Es ist echt die Hölle. Was sagst du denn zu dem Kreisverkehr, Sina? Scheiße! Na, also mal, also. Müssen wir ja wegwiefen. Das ist die Hölle, guck mal. Ich wage sie jetzt mit dem Fahrrad da rein. Nein, das ist so eine Lücke. Wahnsinn, ne? Guck mal, das ist ein Kreisverkehr. Wie macht man das? Da, da, Kreisverkehr. So, jetzt sind wir von dem Tunnel, von da hinten, wo der Bus steht, bis auf die andere Seite, auf die Insel gelaufen. Und da ist er auch groß. Jetzt haben wir auch noch eine kostenfreie Kreisverkehr war eben geschlossen, zumindest auf der einen Seite. Am Fuße vom Sacré-Cœur hat Linde, der Schweizer Schokoladenhersteller, auch seinen Platz gefunden. Oh, was ist denn das? Le Sacré-Cœur. Da müssen wir noch hin, das wo so spät ist. Hilfe! So, da sind wir fast oben und kaputt wie Sau, aber ich glaube, der Ausblick hat sich gelohnt. Das ist ja eine tolle Aussicht, oder? Mann, Mann. Und gleich fahren wir mit einer Leihbahn. Dafür lohnen sich die 1.536.788 Stufen. Ja. Paris bei Nacht. Ja, am Eis kommen die Kinder auch nicht vorbei. Das hatten wir ja schon Lutscher. Jetzt wollen wir auch noch Eis. Hier gibt es ja auch Macaron. Die sind allerdings frech. Die nehmen 1,80 Euro für so ein Macaron. So, das war's in Paris. Ein schöner Tag geht vorbei.
Die Treppe, die Rolltreppe, mit der wir angefangen haben, fahren wir jetzt wieder runter. Und es war sehr anstrengend. Morgen geht es dann nochmal zum Dessert in Paris. Alles klar. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich natürlich wie immer um einen Daumen hoch freuen. Ansonsten alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!